Hallo ihr Lieben, ja, wo sitze ich gerade? Letztendlich bei meinem Experiment. Ich habe ja noch am 30. Juni Erbsen gesät und das sollte ein Experiment sein. Ich wollte gucken, was bei rumkommt und heute ist quasi der Resümee-Tag, das Resümee-Video, wo ihr alle Infos kommt, die ich für euch habe, was ich dazu zu sagen habe, wie mein Bezug dazu ist und wie letztendlich auch die Erbsen geschmeckt haben. Wie ihr erkennen könnt, ich habe mich nicht so wirklich um Unkraut gekümmert, das hätte denen vielleicht nochmal einen Schub geben können. Aber wie ihr erkennen könnt, die gehen jetzt schon teilweise ein. Ein paar Schoten hängen noch dran, das war jetzt eine dünne. Da hängen auch noch welche, da hängt was zwischen. Die sind aber alle noch nicht fertig, die lasse ich noch. Nächsten Tage gibt es ja Regen. Und ja, hier vorne nicht ganz so viel gekommen. Was da nun der Grund war, ja, aus den anderen Beeten habe ich auf jeden Fall gelernt, dass es definitiv an den Beipflanzen lag. Also man sieht das hier auch, ja, überall Queke noch und hier das Geschichtchen. Ne, das frisst alles Energie, was eigentlich in die Pflanze soll. Ja, aber es soll keine Ausrede sein, nur so, ich sehe das ganz realistisch. Hier ist auch noch Salat zwischen. Dann haben wir noch mehr Salat. Hab dann auch irgendwo noch Spinat entdeckt. Hier Spinat, da Spinat, dort ist Spinat. Also es sind alles so Sachen, die ja trotzdem noch das Beet bereichern. Deswegen habe ich das da gelassen. Dann haben wir rundum ja noch rote Beete teilweise. Ja, aber ansonsten, ich konnte hier ein paar naschen. War nicht ganz so ergiebig. Und wie man sehen konnte, ich habe ja diese Ranghilfen gebaut. Und da kamen sie nicht ganz so ran. Also da drüben wird es ganz toll angenommen, auch da vorne, ja, aber dadurch, dass ich so spät angebaut habe, sind die gar nicht so groß geworden. Also das ist schon mal etwas, was man festhalten kann. Kann aber natürlich auch an der Wetterlage liegen, ne? Wir hatten einen heißen Sommer und so, keine Ahnung, wie sich das alles dadurch verändert und entwickelt. Ja, kann ich so für einen Moment einfach nur feststellen, den Rest einfach nur spekulieren. Gut. Übrigens, wer meine Ranghilfen noch nicht kennt, ich habe dazu ein paar Videos gemacht und auch eine Playlist. Ich werde euch die Playlist mal oben rechts verlinken. Da könnt ihr sehen, wie man aus ganz einfachen Mitteln letztendlich sich eine Ranghilfe baut, die auch dann individuell und recht stylisch aussieht, wie ich finde. Dann gehen wir mal zu den anderen Erbsen. Ja, also hier habe ich richtig viel geerntet. Fand das richtig klasse. Ich habe da auch noch Ranghilfen hingestellt. Aber auch hier, seht selber, kommt dieser Mehltau durch. Nichtsdestotrotz, hier hängen noch überall Erbsen dran. Ja, ohne Ende. Hier, hier, hier. Ich bin auch jeden Tag am Naschen. Mal mehr, mal weniger. Gestern war weniger, aber die sind auch dünn. Da ist nur eine, die kommt. Ich weiß nicht, ob jetzt bei der mittleren noch was zwischenhängt. Ne, ich sehe nichts mehr. Die Pflanzen haben ihre Zeit dann wohl auch schon gehabt. Da ist noch eine Erbse. Ja, witzigerweise fand ich gestern das cool, dass das so ein bisschen übers Gras geht. Da auch noch was. Ja, also ein paar kommen noch, ein paar kann ich noch naschen, das finde ich toll. Und fürs Naschen war das für mich auch perfekt, weil ich will mit den Dingern eigentlich gar nicht kochen. Da habe ich gar nicht so das Bedürfnis. Ich bin eher der, der immer aus den Schoten isst. Und wenn man durch den Garten geht und ein paar Erbsen hängen sieht, dann ist das doch echt immer toll. Wie ihr sehen könnt, hier habe ich Ranghilfen in Form von Ästen gemacht, aber ich glaube, so wie das ist, also hier hat das angenommen, ist so zwischendrin gegangen. Ich habe natürlich ein bisschen geholfen, hier hinten dann weniger, ich weiß nicht, ob man mehr braucht oder so. Ich hatte einen Tipp am Gartenzaun von einer netten Dame, die das irgendwie mit Ästen dann gemacht hat, nachdem wir über die Ranghilfen hier gesprochen haben. Und das habe ich einfach mal angenommen und ich habe so gedacht, das hat zu mir gefunden und das werde ich jetzt einfach mal probieren. Ja, wie ihr seht, da vorne hat es funktioniert, da nicht so. Mein Resümee mit den Erbsen, es hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt, weil ich ein Nascherbsenesser bin. die Erbsen, die weniger was geworden sind, war eine Biosorte. Die eher was geworden sind, das war halt eine Nicht-Biosorte. Und geschmeckt haben sie mir beide. Ich werde aber definitiv Bio weiter verfolgen. Ich selber kaufe auf jeden Fall immer Bio-Saatgut. Deswegen kommt mir da nur Bio in den Garten. Lecker haben sie geschmeckt. Ich hatte nachher auch jede Menge Schoten. Ja, mit 5, 6, 7 Erbsen drin. Das fand ich voll toll.
Und wie ihr sehen konntet, da wachsen noch ein paar. Das heißt, ich werde noch ein bisschen versorgt, habe noch ein bisschen gut von. Und ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Jahr. Da werde ich da auf jeden Fall früher dran denken. Aber ich finde, das Experiment war ein Erfolg. Dafür, dass von einigen ein bisschen Gegenwind kam. Also nicht nur jetzt über Kommentare oder persönlich, oh, viel zu spät. Und hast du nicht gesehen? Es ist für mich persönlich voll aufgegangen. Zu der Zeit, wo ich mich entschieden habe, war da nicht sogar Siebenschläfer oder irgendwas? Auf jeden Fall war da gerade die Diskussion, wenn das Wetter jetzt so toll ist, dann ist das die nächste Zeit auch so super oder der ganze Sommer wird so toll. Und was hatten wir für einen Sommer? Ein Bomben-Sommer. Also wir haben jetzt September, Anfang September, den 4., den 5., den 6., den 5. glaube ich. Und nach über 2 Monaten, muss ich sagen, haben wir immer noch richtig schönes, also mir ist warm hier, die Schweißperlen. Die Temperatur steigt gerade und also ich habe Hoffnung, dass da noch ein paar Erbsen mehr kommen, außer die Pflanzen, die natürlich schon am Eingehen sind. Ich hoffe, das hat euch bereichert und inspiriert, vielleicht einfach Sachen mal auszuprobieren. Es sind ja immer andere Gegebenheiten, die den Wachstum einer Pflanze beeinflussen. Und ohne Ausprobieren könnt ihr nie wissen, wie es ist. Und wenn man von außen immer alles gleich annimmt, dann nimmt man sich ein bisschen diese Erfahrung, die man da sammeln kann. Also ich finde das total toll. Ich mache das so gerne. Das halte ich ja die ganze Zeit so. Ab und zu nehme ich mal ein paar Kommentare an. Ne, Jürgen? du stehst für mich heraus. Also ich find diese Kommunikation auch gut, weil auf der einen Seite bist du natürlich total vom Fach. Auf der anderen Seite ist hier so ein Individuum, was die Dinge irgendwie anders macht. Und es ist hier so ein, weiß ich nicht, also man sollte ja nie auslernen im Leben und man kann immer von anderen Menschen lernen und das bedeutet nicht, dass man immer gleich alles so macht wie die anderen, aber dass man sich das da hinten abspeichert. Ich mache das immer und am Ende, ich weiß nicht, diese Erfahrung, dadurch lernt man viel mehr als irgendwie, da kriegt man Input, da Input, da Input, da Input, was nicht so hängen bleibt, aber wenn man es in der Praxis macht, das kennt man aus dem Schulunterricht, didaktisches Feuerwerk, wenn man da ein bisschen mehr Schmackes reinbringt, dann bleibt das viel mehr hängen und man macht dann auch Dinge aus Erfahrung anders. Und das ist ja das, was ich möchte. Labarababa, ich hoffe, die Folge hat euch Spaß gemacht und ermutigt, Sachen auszuprobieren. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Lars.